Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Unboxing. Leider wieder in diesem Format. Liegt einfach daran, dass ich eine Bindehautentzündung habe und ehrlich gesagt keine Lust habe, dass ihr mich so seht. Deswegen jetzt in diesem Format. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Genau, aber die nächsten 4 Unboxings werden auf jeden Fall in diesem Format sein. Und dann wieder vor meinem gewohnten Hintergrund. Mit was fangen wir heute an? Mit diesem Paket hier. Ja, sagt euch jetzt wahrscheinlich nicht viel, aber das ist die My Little Box. Ich habe mir die My Little Box Dezember angeguckt und fand sie sehr schön. Na, ich mir gedacht, ich hol sie mir. Also die durfte einziehen. Genauso wie die Brand News Box einziehen durfte. Die habe ich auch noch angeboxt. Ja, ich fand sie die letzten Monate nicht toll. Und dann habe ich sie mir diesen Monat angeguckt und dann fand ich sie wieder gut. Ja, mal gucken. Die Degusta-Box kommt auf jeden Fall auch noch. Die Frage ist nur wann. Ja, mal gucken. Auf jeden Fall machen wir die jetzt auf. Sieht auf jeden Fall schon mal mega schön aus mit dem Muster hier. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie so ein bisschen sehen. Genau, und dann haben wir erst einmal dieses wunderschöne Kärtchen hier. Bunter Schmetterling. Genau, und hier eben auch nochmal schillernder Nachtvogel. Das ist einmal die Karte dazu. Leider keine künstlerische Karte dieses Mal. Und dann haben wir ein Lifestyle-Produkt und ich glaube, das machen wir gleich. Aber ich tue hier alles raus, denn es ist alles in diesem Produkt drin, sagen wir es mal so. Deswegen einmal raus mit dem ganzen Zeug. Also das erste Produkt, was wir hier haben, ist einmal diese wunderschöne kleine Tasche. Ich finde die ehrlich gesagt sehr, sehr süß, vor allem mit dem, was hier dabei ist. Denn wir haben hier 2 verschiedene Gürtel einmal mit dabei. Genau, und dann kann man die Tasche einmal mit orangenem Gürtel verwenden oder auch einmal mit diesem beigen Gürtel. Und ich finde das einfach mega cool. Ich weiß nicht, ich glaube, es hat noch eine schwarze Tasche gegeben, wenn ich mich nicht alles täusche, oder hat es bloß die eine gegeben? Eine schwarze hätte ich natürlich cooler gefunden. Nein, aber hier ist bloß die eine abgebildet. Ich weiß es jetzt nicht. Schreibt es mir mal in die Kommentare, vielleicht wisst ihr das. Aber ich finde das eine mega coole Idee. Einfach diese Tasche mit den 2 schönen Gürteln ist was anderes. Obwohl wir schon so viele Taschen von My Little Box haben, ich fand's cool. Und mit dieser Tasche kann ich auch den Gürtel verwenden, dann den ich schon mal in der Trend Raider Box drin hatte. Und jetzt bei Waterdrop hatte ich den Gürtel drin, wo ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Und jetzt habe ich eine Tasche, die ich dazu mal verwenden kann. Genau, deswegen finde ich das gar nicht so schlecht, weil jetzt habe ich ein paar dieser Gürtel, die ich jetzt auf jeden Fall endlich mal verwenden kann. So, und dann haben wir noch ein Lifestyle-Produkt, und zwar dieses da, etwas kleines hier steht. Magie Attrapé? Keine Ahnung. Genau, wir lesen einmal durch. Muss ich die Schleife runter tun, weil die genau im Weg ist. Aber eine schöne Schleife auf jeden Fall. Funkelnder Goldring. Eben noch im Himmel schiebt es sich wie von Zauberhand auf deine Finger. Die Weihnachtsmagie hat den Sternenschweif in den güldenen, verstellbaren Ring aus recyceltem Metall verwandelt. Fang den Zauber ein und bewahre ihn in seiner hübschen Schachtel gemeinsam mit all deinen Lieblingsschmuckstücken auf. Pass auf, dass er seinen Glanz nicht verliert, denn Wasser ist ihm ein Graus. Sie schreiben es wenigstens dazu, dass er nicht fürs Wasser gemacht ist. Das muss man ihnen lassen. Ist halt nicht der hochwertigste Schmuck, kann man sich eigentlich auch denken. Aber schön sieht es schon aus, finde ich. Also so sieht er einmal aus. Bekomme ich den raus? Er lässt sich auf jeden Fall verstellen, das sieht man schon. Ja, ist aber genau meine Größe, die sie eingestellt haben. Sieht auf jeden Fall schön aus, aber den würde ich auf jeden Fall ein bisschen größer machen, ist nicht meine Größe. Auch nicht auf der rechten Hand wahrscheinlich, da bin ich noch ein bisschen dicker. Also von den Fingern her. Genau, also hier ist er mir ein bisschen zu eng. Ein bisschen gehört er größer gemacht, aber nur ein bisschen. Aber ich finde den gar nicht so hässlich tatsächlich. Mir gefällt der. Und wir wissen ja, es ist öfter Schmuck drin in der My Little Box. Finde ich eigentlich, muss ich sagen, ganz schön. So, das war Lifestyle-Produkt Nummer 2 und jetzt kommen wir zu den anderen Produkten. Hier steht auf jeden Fall noch bunter Schmetterling oder schillernder Nachtvogel. Der trendy Karo-Mantel, der so perfekt zu den Lack Mary Janes passt, oder der coole schwarze Coat im Scandi-Look, der die weißen Turnschuhe komplett macht. Sorry, die Entscheidung können wir dir leider nicht abnehmen, aber deine neue Tasche wird perfekt passen, egal welche Entscheidung du auch triffst. Mit ihren Schulterriemen zum Wechseln in Creme und Rot ist sie... Das ist doch kein Rot, das ist doch Orange. Wollt ihr mich verarschen? Das ist doch kein Rot. Mit ihren Schulterriemen zum Wechseln in Creme und Rot ist sie für jedes Outfit das perfekte Sahnehäubchen. Egal was du trägst, it's a match. Genau, hinten stehen dann schon die Beauty-Produkte raus, deswegen das lese ich nicht vor. Das erste, was wir haben, ist einmal was Kleines, und zwar Champagne
Rosé, Duo de Verslidschatten Duo. My Little Beauty, einmal von My Little Beauty im Lidschatten Duo. Das finde ich auch mega cool. Genau, und so sieht das Ganze aus. Sind auf jeden Fall mega schöne Farben. Was steht hier drauf? Ja, irgendwas auf Französisch, was ich mal wieder nicht lesen kann. Wir gucken mal, was auf dem Zettel dazu steht. Last but not least, das ist tatsächlich das letzte. Nein, All Eyes on You. Rosé oder Champagner. Wenn du dich nicht entscheiden kannst oder willst, dann sehen die beiden Farben deines My Little Beauty Lidschatten Duos auch zusammen ganz großartig aus. Sehr, sehr schön. Gefällt mir. Ich liebe Lidschatten, ihr wisst es. So, dann haben wir einmal was von Rituals. Und tatsächlich meine Lieblingsreihe, The Ritual of Sakura. Ich liebe es. Und zwar ist es Rice Milk and Cherry Blossom Shower Gel. Genau, ein Foaming Shower Gel. Ich liebe es. Das hatte ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Zumindest nicht in groß. Ich glaube, ich hatte bloß das Duschgel, wenn ich mich nicht alles täusche. Presspause. Ritual steht für cremig duftende Duschschäume, die jede noch so alltägliche Dusche in einen luxuriösen Moment der Entspannung verwandeln. Schließ die Augen und lass dich vom betörenden Duft von Kirschblüte, Lavendel oder Eukalyptus mitreißen. Ja, ich liebe ihn. Ich kann euch die Reihe so empfehlen. Ja, ist natürlich immer Geschmackssache, aber ich liebe den. So, dann haben wir das Produkt, weswegen ich tatsächlich so ein bisschen bestellt habe, überwiegend. Und zwar dieses hier. Was für ein Glück. Die Tatmascara steckt in deiner Dezemberbox. Sie verleiht Ultravolumen, Schwung und Länge und pflegt deine Wimpern mit einer veganen Formel aus Karité-Butter und Rizinusöl. Bonus, sie lässt sich ganz easy entfernen. Und dann steht noch last but not least, der letzten Schimmerschliff verleiht dir ein goldener, funkelnder Ring. Keine Frage, dein Dezember wird glänzen. Genau, da gehört der Ring noch dazu. Aber den habe ich euch ja schon gezeigt. Das ist auf jeden Fall die Farbe Schwarz. Und ich würde sagen, die machen wir. Die fühlt sich auf jeden Fall hier schon schwer an, obwohl sie noch nicht mal draußen ist. Oh, die ist so schön. Mein Gott, ist die schön. Und die ist richtig schwer. Fühlt sich hier richtig hochwertig an. Es ist faszinierend, dass man schwere Schminkprodukte als hochwertig betrachtet, gell? Aber mega schön, so soll das Bürstchen auf jeden Fall aussehen. Ich werde es natürlich jetzt noch nicht aufmachen, weil ich gerade noch eine offen habe. Deswegen wandert die auf jeden Fall wieder zurück. Aber ich freue mich sehr, dass ich die bestellt habe, die Box, weil die wollte ich unbedingt haben. Ja, und das war tatsächlich alles, was drin war. Wow. Ja, und einmal die Mascara, einmal das Lidschatten Duo, einmal Megaprodukt von Rituals. Dann zwei Schulterriemen, einmal den goldenen Ring und natürlich die Tasche. Und was sage ich zur Box? Ich muss sagen, ich fand die richtig gut. Deswegen habe ich sie auch logischerweise bestellt, weil ich die echt, echt toll fand. Mir hat sie so sehr gefallen und deswegen durfte ich die einmal mit. Ja, und natürlich wollte ich sie euch zeigen. Und ja, das war's mit der Box, würde ich sagen. Von mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Eine schöne Weihnachtsbox. Nicht wieder wie all die Jahre davor ständig Estee Lauder und die gleiche Produkte. Oder MAC hatten wir schon ganz oft und die gleichen Produkte. Das ist mal was ganz anderes. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Wenn das Video euch gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, was ihr zu der Box beziehungsweise Tasche sagt, würde mich mega interessieren. Und natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren. Unten auf den Abonnieren-Button. Schaut auf jeden Fall auf meinen Xmas-Vlog-Videos vorbei, weil da sind einige Gewinnspiele online, die sich echt lohnen, würde ich sagen. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Sind natürlich oben in der Infobox verlinkt und auch unten in der Beschreibung. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.